Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir reagieren heute auf Berhan TV. Er ist wieder auferstanden, ne? Und das Video heißt Ruhe in Frieden Khan. Und eigentlich sollte kein Video mehr zu Berhan TV kommen, ne? Aber das ist kein Straßenvideo und das ist eine Ansage gegen Khan. Und ich habe unter anderem gesehen, also uns wurde da so zugesendet, dass wir auch im Video sind, also zu sehen sind. Und deswegen dachten wir, wir reagieren drauf. Wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß mit dem Video und let's go. Wieso man 2-3 Wochen von mir nichts mehr gehört hat, ist der Grund, dass ich 3-mal gestrikt wurde innerhalb einer Woche. 2 Strikes habe ich zum Glück wegbekommen, nach einigen Tagen. Aber leider Gottes kam noch ein 3. hinterher, den ich dann leider nicht mehr wegbekommen habe. Das ist der Grund, warum man 2-3 Wochen von mir nichts mehr gehört hat. Warum man keine Stories mehr von mir gesehen hat auf Instagram oder auf anderen Plattformen. War einfach... Digga, wie viele Cuts sind da drin? Unnormal, ne? Ne? Also der hatte richtig viele... Da war bis jetzt nicht mal ein Satz ohne Cut. Ja, entweder viele Versprecher oder viele Sachen, die vielleicht nicht rein sollten, ne? Ach, der Grund, ich wollte einfach warten bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Strike wegging, damit ich euch alle Fragen in einem Video beantworten kann. An erster Stelle, bevor ich mit diesem Video richtig anfangen werde, will ich mich erstmal bei einigen Leuten entschuldigen für die Taten, die ich gemacht habe. So wie bei der Mutter von Khan, auch als bei der Mutter bei Sarah. Es war auf gar keinen Fall korrekt, was ich gemacht habe. Ich sehe meine Fehler auf jeden Fall ein. Es war auf gar keinen Fall ein kleiner Fehler. Warte, was keinen Sinn macht. Er wird gestrikt 3-mal, ne? Okay, er kann nicht mehr uploaden auf YouTube. Ne? Aber im Background passieren ja so viele andere Sachen, ne? So, dass man dann auch bei Social Media zum Beispiel nicht aktiv ist, das ist auch nicht die Freundin, ne? Das ist schon ein bisschen komisch, Digga. Ja. So, weißt du, das eine hängt ja nicht mit dem anderen zusammen, so. Fehler nicht gemacht habe. Es war sogar ein sehr, sehr großer und sehr, sehr dummer Fehler von mir. Aber und was ich dazu sagen will, ne, Berhan und die Freundin auch, die haben ja sogar die Kommentare unter allen Bildern abgeschaltet. Man kann die nicht kommentieren, ne? Also würden noch eh keine Kommentare oder Fragen kommen. Weißt du, das eine hängt ja gar nicht mit dem anderen zusammen, deswegen ist das sehr komisch bis hierhin. Leute, was ich euch da draußen sagen muss, jeder Mensch macht Fehler. Das Wichtigste in meinen Augen ist einfach, dass man seine eigenen Fehler einsieht, dafür auch gerade steht und sich auch dafür entschuldigen kann. Mit diesem Video möchte ich es auf jeden Fall machen. Wie gesagt, bei der Mutter von Sarah, bei Sarah nochmal persönlich, als auch bei der Mutter von Khan, sowie auch bei meiner Community, dass ich so eine scheiß Aktion auf YouTube gemacht habe. Es war wirklich, wie gesagt, ein sehr, sehr großer... Digga, er entschuldigt sich jetzt bei der Community, ne? Aber... So wie ich gerade gesehen habe, habe ich richtig gesehen, die Likes sind aus und Kommentare auch, ne? Ja. Ja, Jani, so Community gebunden scheint der Bre jetzt nicht zu sein, ne? Ja. Jani, wenn du schon ein Statement raushaust, dann willst du doch auch wissen, was deine Community so zu sagen hat oder ob die hinter dir stehen bei vor allem so einer Thematik, oder? Ja, wir allem, eigentlich schon wichtig vor allem zu wissen. In so einer Situation braucht man die Community. Eigentlich weißt schon, du? Ja, normal. So. Fehler, dass ich Sarah GBS diese Plattform geboten habe und vor diesen Videos einfach nicht mein Gehirn eingeschaltet habe, dass dieses Ganze eskalieren kann, beziehungsweise aktuell eskaliert ist. Ich meine, ich fand es sehr schön, was Sarah GBS alles in diesem Video gesagt hat mit Isan Bayern. Klar, gab es da einige Aussagen, die von ihrem Mund kamen, die falsch waren, aber ich will jetzt wirklich gar kein Beef starten wieder und dies aufdecken und das aufdecken. Sehr viele Leute glauben einfach, dass ich die dazu gezwungen hätte, was natürlich nicht stimmt, dass ich angeblich 15-jährige Mädchen, die in einem minderjährigen Alter ist, ausgenutzt hätte. Ich meine, als Sarah GBS... Hey, wie, guck mal, jetzt no front, ne, wirklich kein Hate oder so, ne, aber das sind jetzt, warte, 3 Minuten, ne? Ja. Und der Bruder hat wirklich nicht einen einzigen Satz gesprochen, ohne Cuts, wirklich. Ja, der hatte bis ne? hierhin alle 15 Es ist voll Sekunden. Anstrengend, Digga, die ganze Zeit das Bild wackelt. Bro, wenn du nicht frei sprechen kannst, dann schreib dir doch ein Skript. Vielleicht hat er deswegen ein Handy. Ja, aber selbst das klappt ja scheinbar nicht. Egal, wir machen weiter. Dass diese ganzen Sachen gesagt hat, habe ich wirklich nur darauf geachtet, was für die Zukunft für die ist. Ich fand es schön, dass sie gesagt hat, auf jeden Fall, dass sie sich ändern will. In diesem Moment habe ich auch einfach gemerkt, dass ich riesengroße Fehler gegangen habe und mich auch ändern muss. Was ich aber schade fand von Sarah GBS, was sie nach diesem Video mit Isan Bayern von sich selber aus veröffentlicht hat. Ich gebe der Sarah jetzt ein paar Stunden, sodass sie nach Hause geht. Hi Leute, also ihr habt das alle falsch verstanden. Fragt meine Freundin, sag mal hallo. Hi. Also auf jeden Fall, ich bin doch nicht von zu Hause abgehauen. Also wer das denkt, hat wirklich einen Sockenschuss. Mir war das alles zu viel und ich bin dann rausgegangen, wie ich auch immer rausgehe. Nur ich habe mit meinen Eltern vereinbart, dass ich in Ramadan nicht rausgehe. Trotzdem bin ich rausgegangen und habe woanders geschlafen, was ich auch sehr oft so tue. Und das war auch nie ein Problem. Und ja, ich finde das gerade krass, dass er mich hier bedroht. Entweder kommst du nach Hause oder ich poste das und das und das. Ich meine, das ist auch falsch. Ne? Ich habe das Video natürlich gesehen von Isan Bayern, also das TikTok-Video. Mhm. Und ich meine, er wollte ja letztendlich für Frieden oder für ja was Besseres sorgen, für Sarah. Ne? Mhm. Das war seine Intention mit diesem Video. Ja. Aber es war dann falsch, ne, das Ganze ja gegen sie aufzuwenden quasi und der ja mäßig zu drohen.
Ja. Weißt du? Was ich dazu sagen muss, guck mal, das war ja kurz, nachdem wir das Statement von genau, Sarah ja. gesehen haben. Und das war an demselben Abend oder so noch. Richtig. Ne? So, okay, dann frage ich mich wirklich, guck mal, ein Mädchen, das 15 Jahre alt ist, ne, hat mit ihren Eltern vereinbart, an Ramadan nicht rauszugehen. Ja. So ist die Abmachung, ja. okay? So, um 18, sagen wir mal einfach 17, 18 Uhr sitzt sie da vor der Kamera mit Isam, ihrer Mutter, macht das Statement, dies und das, ne? Und heult, entschuldigt sich, ja, ja. bla bla bla. Und 2-3 Stunden später siehst du dieses Video, wie sie im Zug ist und sagt, ja, ich habe zwar mit meinen Eltern dies und das vereinbart, aber scheiß ich drauf, ich bin jetzt draußen. Ja. Weißt du, das soll jetzt nicht negativ klingen, ich möchte natürlich nicht gegen Sarah schießen, jetzt versteht mich nicht falsch. Aber was ich dann hinterfrage, inwiefern war dieses Statement von Sarah real und von ihr selber dann, wenn sie direkt 2 Stunden später schon wieder auf der Straße ist. So viel Reue kann sie gar nicht empfunden haben, wenn die direkt schon wieder auf die Abmachung der Eltern scheißt. Ja, weißt du, so, da hast du recht. Das ist jetzt definitiv. Kein Front, ich möchte niemandem was unterstellen, aber könnte natürlich sein, dass jetzt Berhan hingeht und sagen wird, dass das Ganze so ein bisschen gestellt wurde von denen. Weißt du, so. Kann ich sein. Weiß es nicht. Was ich mit Isam sagen wollte, ich wollte ihn jetzt auch nicht fronten oder so, Leute, versteht das nicht falsch. Aber was ich mich frage, so die Intention hinter dem Video war ja was anderes. Dass man dann das Mädchen erneut bisschen, ja, das ist schlecht auch nicht richtig. Das weiß. Hätte man im Background so, ja. machen müssen. Mehr okay. will ich nicht dazu vielleicht sagen. Vielleicht war das von Isam vielleicht auch eine voreilige Entscheidung. Ja. Weißt du, er wollte einfach nur, dass das Mädchen wieder nach Hause kommt. Ne? Er wollte dafür sorgen. Vielleicht war dann das Mittel, das dazu führen könnte, dass das Mädchen nach Hause kommt. Ja. Vielleicht nicht die richtige Wahl. Ja. Weißt du, so, aber die Entscheidung hat er wahrscheinlich auf Schnelle getroffen. Und auf Schnelle entscheidet man oft nicht so, so ganz richtig. Richtig. Weißt du, so. Das verstehe ich gar nicht. Das hat auch für mich nichts mit Hilfe zu tun. Auf jeden Fall, Leute, ich war, glaube ich, ein paar Stunden nicht zu Hause. Wir fahren gerade zu mir nach Hause. Ja, also ich werde von diesen YouTubern, die bei mir waren, mäßig bedroht. Das und das. Das hat leider nichts mehr mit Hilfe zu tun. Der zieht alles in die Öffentlichkeit und das hat eher was mit Fame. Ich glaube, der sucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Beispiel, seine alten Videos hatten 16.000 Aufrufe, meins hat fast 300.000. Alles, was mit Sarah zu tun hat. Junge, hört auf, bitte. Ich will meine Ruhe, ich will meine Ruhe. Liebe Sarah, wenn du dieses Video siehst, ich würde dir, glaube ich, wirklich empfehlen, einfach erstmal Abstand von allem zu halten. Du bist eigentlich ein ganz nettes Mädchen. Ich meine, an dieser aktuellen Lage sind wir schon ein bisschen beide schuld. Da kann ich auch zugeben, dass ich mehr Schuld habe als du, weil ich natürlich deutlich älter bin als du und ich sozusagen diese Verantwortung trage. Aber ein kleiner Tipp von mir, distanzier dich erstmal eine Zeit lang von Social Media, egal ob es TikTok sei. Aber sie, hauptsächlich Bro, war doch, sie doch auf seiner Plattform ja, aktiv. Ja, es ist doch viel zu spät jetzt, um zu sagen, um jetzt ja den größeren Abi zu spielen Nein. und zu sagen, ja ich entferne dich davon und zwar darum geht's nicht, ja, Digga. Eben, weißt du, soll ja. er machen, soll er den Abi jetzt versuchen zu spielen und für die Zukunft vielleicht ihr was mitgeben? Ja. Weißt du, okay, kann er ja machen. Aber warum, Janni, er tut das gerade so, als wenn er so kaum was damit zu tun hätte. Weißt du, ja, ja. Als wenn er das von außen beobachtet. Halt dich erstmal von Social Media fern. Aber sie hat doch auf seinem Kanal eben. War sie doch präsent. Das meine weißt ich du, ja. ich meine, so. Es ist viel zu spät, das jetzt zu sagen. Sei Instagram, Snapchat, weil das sind Dinge, die du in der Zukunft sehr stark bereuen kannst. Ich kann dir natürlich nichts verbieten, aber glaub mir, so Leute wie Isam, wie auch zum Beispiel deine Mutter oder deine Familie, wollen nur das Beste für dich. Ich meine, ihr könnt auch jetzt nicht sagen, dass ich von wegen der erste YouTuber wäre, der ein etwas jüngeres Mädchen in den Videos so asozial dargestellt hat. Ich meine, eine Zeit lang gab es viele YouTuber, die Zane aus Frankfurt zum Beispiel genauso präsentiert haben und Zane nicht in einem anderen Alter war. Man kann sich jetzt streiten von wegen, dass Zane schlimmer als Sarah wäre oder Sarah wäre schlimmer als Zane, aber im Prinzip geht es ums Gleiche. Einfach, dass Zane dazu gelernt hat und vergleichbar ist mit Sarah GBS, dass sie auch dazu lernen soll. Ja, aber Digga, das ist ein dummes Beispiel. Ich schwöre, das ist ein dummes Beispiel. Ich meine, klar, der hat irgendwo recht, ne? Andere haben das auch vielleicht gemacht, yeah. ne? Aber es ist immer noch nicht so eskaliert wie mit der Story mit Sarah. Es wurden keine Familien eingemischt ja. und es war kein jüngeres Mädchen. Ja, so. Wenn, ich weiß nicht, wie alt sie ist, ne? Aber es spielt keine Rolle. Es war nicht so ja. Thema wie Sarah. Ja, ich meine, dieses Straßentinder und was auch immer, die da auf der Straße waren, ist ja alles cool. Ist ja unterhaltsam, ist ja. lustig, ist cringe. Jeder unterhaltet sich, weißt du, so. Macht Spaß zuzugucken, weißt du, so. Kann niemand abschreiben. So, eben. So, wenn jetzt der ein oder andere der Meinung ist, dass das haram ist, dann muss er jetzt ja nicht gucken. Ja. Weißt du, wird ja keiner zu gezwungen. Genauso wie im Fernsehen. Da gibt es auch nicht nur Halal-Sender ja, in Deutschland. So. Weißt du, was ich meine? So, wenn du Fernsehen anmachst, kommt da auch nackte Werbung oder sonst ja, was. Ja, klar. Ne, so, muss nicht jeder gucken. Aber das Problem ist einfach nur, dass Sarah viel, viel, viel zu jung war. Ja. Ne? Und dass sie einfach zu viele Konsequenzen getragen hat. So wie auch die einigen YouTuber dazugelernt haben, die damals mit ihr gedreht haben. Zwar nicht alle, aber ich hoffe die meisten. Dazu aber war ich auf jeden Fall in Kontakt mit Mazdak. War mir auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe in dieser Zeit. So wie auch Onur, mein einzigster Freund, der ganze Zeit hinter mir stand. In so einer Situation, wo mich bestimmt viele Freunde verraten hätten. Ich habe alle Videos von Sarah GBS auf jeden Fall rausgenommen. Bevor das Statement von Sarah GBS mit Isam rauskam. Obwohl ich nicht mal wusste, dass sie zusammen gedreht haben. Einfach, weil mir das schon klar war, bevor Isam Bayern sich in dieses Thema mit eingemischt hat.
dass es ein sehr, sehr großer Fehler war. Und dem Respekt der Mutter gegenüber, sowie auch Sarah, habe ich die Videos alle entfernt. Jetzt ist die Frage, ob das stimmt, weil bei Khan in der Reaction wurde gesagt, dass von Isam, dass die Anzeige gegen Badhand schon draußen ist, aber dass man dann haben wir diskutiert, ob man die Anzeige zurückziehen kann. Kann man nicht. Und jetzt sagt er, dass es ja im Background, ich kann mir vorstellen, dass es wegen der Anzeige war, aber er sagt, er hat es selber rausgenommen, weil ja, vor dem Statement, er hat es einfach selber rausgenommen, weil ja, natürlich, die Kacke war am Dampfen, Digga, weißt du? Aber er stellt es jetzt anders dar. Ja, ob es jetzt vorm Statement war, weiß ich nicht, Digga. Das ist jetzt zu lange her. Keine Ahnung. Ja, aber so der Sinn dahinter, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, du hinterfragst es gerade, Für jedem da draußen, der sauer auf mich ist, wer mir diese Taten verzeiht, ich will mich jetzt nicht rausretten damit vom Weg, dass ich noch jung wäre, noch 20 Jahre alt wäre, dass mal jeder Mensch Fehler machen würde und so weiter. Ich meine, ich sitze jetzt gerade vor der Kamera und gebe zu, dass ich Scheiße gebaut habe. Mehr als mich entschuldigen, die Videos offline zu nehmen und dieses Video zu machen, kann ich leider auch nicht. Ich habe mir auch auf jeden Fall vorgenommen, in der nächsten Zeit mein Content ein bisschen ruhiger zu gestalten, paar andere Sachen mit reinzubringen, damit ihr merkt, wie ich wirklich persönlich drauf bin, ohne diesen Beef-Content, alles drum und dran. Eher mehr lustige Videos, Videos über mich, damit die Leute da draußen sehen. Ja, ich meine, ist nice, er entschuldigt sich jetzt, finde ich vernünftig, ne? Er hat sich scheinbar auch Gedanken gemacht, hat sich vor die Kamera gesetzt, macht ein Statement und das sind auch gute Worte, weißt du, was ich meine? Er beleidigt keinen, er frontet keinen, alles vernünftig, sehr, sehr nice, ne? Auch schöne Idee, dass man jetzt hingeht und vielleicht den Content so ein bisschen ändern wird. Ja, klar, damit er nicht nochmal Probleme bekommt. Finde ich gut und er sagt ja selber, er ist gerade mal 20, ne? So dementsprechend, so, ich glaube, Isam Bayan hat schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Safe, weißt du, was ich meine? So, jeder macht Fehler, hat der Bruder auf jeden Fall recht. Kann man ihm jetzt nicht länger übel nehmen, weißt du, was ich meine? Irgendwann Hauptsache, reicht so, ja. Ja, so Hauptsache, es kommt nicht wieder vor und man bekommt jetzt nicht weiter so Negatives von ihm mit, weißt du, was ich meine? So, wenn er sich jetzt wirklich zum Positiven wendet, so, warum nicht, weißt du? Und ich glaube, so lange macht er noch gar nicht YouTube, oder? Nein, nein. So, dementsprechend hat er auch noch gar nicht so diese krasse Erfahrung, weißt du, was ich meine? Bei YouTube, wir lernen auch noch. Ja, jeden Tag, wo wir YouTube drehen, man lernt, weißt du, so. Was für ein Mensch ich innerlich bin. Aber Leute, ich sag euch eine Sache. Ich will mich wirklich bei jedem Menschen draußen entschuldigen, egal wer mich kennt, wer mich nicht kennt. Wer meinen Content feiert, wer meinen Content nicht feiert. Jeder YouTuber, der gegen mich geschossen hat. Ich meine, ich habe das ja mit eigenen Augen gesehen. Ich habe natürlich in diesen 2-3 Wochen alles mitverfolgt, wollte Sachen loswerden, die ich in meinen Händen habe. Aber in diesem Zeitpunkt waren mir einfach meine Hände gebunden. Aber Allah ist groß, Leute. Was ich in diesen 2-3 Wochen alles gesehen habe und erfahren habe, da kam ich erstmal selber nicht drauf klar. Zurück zum Thema. Wie gesagt, ich will mich bei jedem da draußen entschuldigen. Aber ich kann mir schon wirklich sehr, sehr gut vorstellen, was da gerade im Background abgeht. Wirklich. Digga, also man will es nicht mal wissen, also, Digga. Wirklich, da war ja wirklich, man kann sagen, das war so ein YouTube-Skandal. Ja, ne? So ein kleiner YouTube-Skandal. Also wirklich bei Reactions manchmal, ne, wenn wir uns so ein bisschen kritisch äußern bei dem einen oder anderen Deutschrapper, ne, was da direkt abgeht an Nachrichten, dies und das. Was man für Nachrichten bekommt, Alter. Ich will nicht wissen, was bei dem Bruder gerade abgeht im Interview, wirklich. Außer bei einer einzigen Person und ja, Khan, das bist du. Fangen wir mal lieber bei meinem letzten Statement an, okay, wo ja natürlich alles gefaked war. An erster Stelle das mit deinem kleinen Bruder, aber wirklich ein dickes, dickes Eigentor von mir selber. Ich meine, ich weiß nicht, wie dumm ich war, dass ich wirklich geglaubt habe, dass es dein kleiner Bruder war, wo ich jetzt aktuell weiß, dass du einen großen Bruder hast. Liebe Grüße gehen an dich, Tolga. Aber was soll man machen? Ich habe es einfach geglaubt, war in diesem Moment dumm. Ich meine, das einzige Fragezeichen, was ich noch im Kopf habe, ist, ob die Person von selber aus zu mir gekommen ist und mich einfach hops genommen hat oder vielleicht von dir aus geschickt wurde, damit ich hops genommen werde. Aber egal, ich will dir jetzt nichts unterstellen oder so. In diesem Video will ich einfach für Klarheit sorgen und YouTube Deutschland dein wahres Gesicht zeigen. Okay, dann bin ich mal. Wenn du deine Reaction auf mein Statement gesetzt hast, hast du den Leuten ja da draußen gesagt, dass du meine Freundin noch nie angeschrieben hättest. Ja. Ich habe ihn erwischt. Er hat ein Skript geschrieben. Ja, aber kann man den nicht übel nehmen? Kann man ihm natürlich nicht übel nehmen. Aber Bruder, kannst du dir nicht mehr als 3 Wörter merken? Merk dir doch einen Satz und dann mach den nächsten Cut, ja? Ja, okay. Ja. Ich weiß, vor Kamera ist man natürlich ein bisschen auch aufgeregt. Freisprechen ist nicht für jeden was. Ja, ich weiß, was. Sie auch nicht kanntest, aber gleichzeitig auch im Video gesagt, dass sie von wegen was mit deinen Kollegen hätte und es die Größe wäre. Also Khan, ich sag dir mal eine Sache. Ich weiß nicht, wie viel Gehirnzellen du in deinem Kopf hast, aber mein Lieber, es gibt Internetseiten da draußen, wo du dich mit deinen Snapchat-Daten einloggen kannst und jeden einzelnen Chat, der auf diesem Snapchat-Account existiert hat, nachverfolgen kannst. Ob es von deiner Seite aus gelöscht ist oder von dem Benutzer auch gelöscht wurde. Deswegen, lieber Khan, habe ich dies natürlich gemacht und habe mich mit den Snapchat-Daten meiner Freundin mal angemeldet. Und siehe da, aha, wen haben wir denn da? Was ist das denn, Alter? Okay, dann kann man nachverfolgen, wer was geschrieben hat. Steht das Sklave, Ja, what wahrscheinlich Leute, die Bilder kaufen. Aber hier steht ganz fett Edit by Username, ne? Edit by Username, ja. Und nicht geschrieben. Das ist der Unterschied. Weißt du? Ja. So. Aber das steht überall. Deswegen, ja. Ich weiß es nicht, Digga. Aber ich habe eh nicht dieses Snatchpad. Ich habe keine Ahnung davon. Hab ich nichts mit zu, Wallah. Ich sag ja nur, aber edit by und schreiben ist ja was ganz anderes. Ja, ja, so, normal. Und so wurde ja unterstellt, dass er geschrieben hat.
unser lieber K mit seinem echten Benutzernamen auf Snapchat. Aber egal, kann. Auf eine Art und Weise kann ich dich natürlich verstehen. Du willst den Leuten da draußen nicht dein wahres Gesicht zeigen. Du willst nicht, dass ganz YouTube Deutschland weiß, was für eine ekelhafte Ratte du bist. Aber wenn du wirklich denkst, dass du mit 5-6 Videos meinen Untergang erschaffen hast und daraufhin natürlich Clickbait-Titel und Clickbait-Thumbnail benutzt, weil das Geld natürlich sehr gut schmeckt, hast du dich leider sehr krass... Thumbnail-Titel und Thumbnail. Ja, das Thema war irgendwann gegessen, ne? Und Kahn hat dann zum Beispiel so, ja, andere Videos gemacht mit Memes oder so, aber hat dann Videos oder also so Titel genommen oder Bilder, die mit Bildern zusammenhängen könnten. Okay, okay. Ja, hätte nicht sein müssen, so. Kann jeder auf jeden Fall glauben, was er will. Wer sich selber davon überzeugen möchte, kann sich natürlich gerne mit seinen eigenen Daten mal an dieser Seite anmelden und daraufhin sieht man auf jeden Fall, dass man solche Sachen nicht faken kann. Eine andere Sache, wo du auf mein Statement reagiert hast, Kahn, ist eine Sache, die mich auf jeden Fall sehr hart getroffen hat. Ich emotional wirklich kurz vorm Ausrasten war und auch wegen diesem Grund am selben Abend, wo du diese Reaction gebracht hast, mit Onur und einem weiteren Kollegen in deine Stadt gefahren. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, was ist überhaupt das Problem zwischen ihm und Kahn? Die haben ja schon seit Jahren anscheinend Beef, ne? Ja, so, der meinte vor einigen Jahren mal, der soll nicht auf den reagieren, ne? Berhan meinte das. Berhan zu Kahn und Kahn hat es trotzdem getan und Kahn macht zum Beispiel, also der beschwert sich darüber, dass er immer seine Freundin schlecht macht. Weißt du? So, und dann dieses hin, her. Ja. Ja, ganz ehrlich, wenn Berhan ein Problem damit hat, dass seine Freundin beleidigt wird oder irgendwas, Bruder, ganz ehrlich, anstatt im Internet Ansage für Ansage zu machen über Jahre hinweg, trefft euch, klärt das Problem. Ja, vielleicht äußert er sich ja noch dazu. Ja, so, aber anstatt im Internet, es geht um deine Freundin, weißt du, was ich meine? Digga, der kommt ja jetzt erst zu Kahn, vielleicht sagt er ja was. Gucken. Wahnsinn. Es geht wirklich nur um diese zwei einzigen Sätze. Satz Nummer 1 ist... Du, ne, weil es tut mir leid, dass ich sagen muss, du bist einer der Größten überhaupt, Digga. Ich will echt nicht diese Wörter aussprechen. Und Satz Nummer 2, so wie auch Gerücht. Deine scheinheilige Freundin mit 16, 17 Jahren hat sich mit einem Jungen, den ich kenne, in seinem Auto getroffen. Die haben rumgemacht. Sie hat bei dem, ihr kennt alle Selbstbefriedigung, das Mädchen hat das beim Jungen gemacht, was der Junge bei sich selbst machen will. Okay, ich muss sagen, das ist auch eklig. Weißt du, was ich meine? So, natürlich, die haben Streit, die wollen sich jetzt natürlich... Ja, ja, Der den anderen mehr fertig macht, ist jetzt der Krassere, weißt du, was ich meine? So, die wollen die Leute natürlich auch ein bisschen entertainen, so. Aber das ist wirklich eklig, weißt du? Wenn Berhan wirklich so eine feste Freundin hat und da wirklich Gefühle drin sind... Richtig. Und ein Kanyavi mit so viel... Reichweite auspackt und sowas erzählt, Digga. Weißt du, ich möchte nicht in der Haut von Berhan stecken. Ja, ja. Sehr, das sehr eklig. Schon schade. Weißt du, so. Ja. Lieber Kahn, wegen diesen zwei Sachen, du kannst wirklich gegen mich sagen, was du willst. Ich meine, ich nehme dich sowieso nicht ernst. Bei mir geht das ein Ohr rein, ein Ohr raus. Aber wirklich nur wegen diesen zwei Sachen, so wie du auch mitbekommen hast, bin ich wirklich an diesem Abend in deine Stadt gefahren und habe nach dir gesucht. Viele von euch denken jetzt natürlich, boah, in welchem Film lebt denn Berhan von wegen sucht Kanya wie dort in seiner eigenen Stadt. Sowas macht man nicht und so weiter. Aber ich sag euch mal eine Sache, Leute. Wenn ein YouTuber kommt, du mit deiner Freundin einen gemeinsamen Kanal erstellst und ihm eigentlich schon verboten hast, auf dich zu reagieren, er trotzdem auf dein Verbot scheißt und meine Freundin, die gerade mal maximal 3 Monate in diesem YouTube-Game ist, von Video zu Video ganze Zeit versucht fertig zu machen und am Ende solche Sätze raushaut, ich schwöre dir bei Gott, Kahn, ne? Das weiß ich. Also ich sag mal so, Berhan und Sarah sind nicht jahrelang zusammen, ne? Die sind generell noch gar nicht mal so lang zusammen. Ja. Ne? Man kann von sehr, sehr wenigen Monaten noch ausgehen oder sprechen. Trotzdem. Und das, Moment, und dass sie dann zum Beispiel direkt einen Pärchen-YouTube-Kanal machen, ne? Dann muss man sich im Klaren sein, dass immer von überall Kommentare kommen, weil die noch nicht so lange zusammen sind. Ey, rein auf, was macht ihr da und so? Ja. Weißt du? Okay. Damit muss man rechnen. Ja, okay. Aber das, das rechtfertigt trotzdem nicht, dass Kanyavi weiterhin darauf reagiert und weiterhin versucht, einfach schlecht zu machen, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Ja, dazu habe ich auch nichts gesagt. So, wenn Berhan sagt, ey, Digga, ich möchte nicht, dass du auf mich reagierst, dann ist das so, weißt du? Dann solltest du das respektieren und nicht im nächsten Video wieder hingehen und die gleiche Scheiße abziehen, weißt du? Ich weiß natürlich nicht, was da im Background noch ist. Ja, ja, klar, das stimmt. Genauso. Wenn ich dich an diesem Abend erwischt hätte, ich schwöre dir, du wärst wie mein Opa heutzutage mit Gebiss rumgelaufen, weil du keine Zähne mehr in deinem dreckigen Mund hättest. Als wir auf jeden Fall in deiner Stadt waren, ich habe Auto zugeschickt bekommen, wo Leute meinten, dass du dort in der Nähe wohnst. Bin auf jeden Fall dort ein bisschen rumgefahren, hab nach deinem Auto gesucht. Guck mal, der hat für alles Beweise, für alles Fotos, Screenshots. Ja. Ne? Der fährt in eine andere Stadt, um sich mit einem YouTuber zu treffen. Das Ganze ist in der Öffentlichkeit. Ja. Aber er macht keine Insta-Story davon, dass er da ist. Kein Bild. Kein Video. Kein Ort postet er, keine Location. Ja,
Das wäre doch gut gewesen für das Video. Nein, schon. Als Beweis. Gefahren, wo du öfters abhängst. Am Ende kam ich mal zu dieser Tankstelle. Wir haben noch den gesucht. Ja, also die Jet-Tankstelle, die... Das kann ja nur die sein. Das kann nur die sein bei Kahn in der Stadt. Hat beim Auto auch gesucht, nichts gefunden. Dachte ich mir einfach mal so, ich frag mal einfach diesen Typen an der Tankstelle. Der sah ziemlich korrekt aus, Mitte 20, Kanacke. Ich habe ihn darauf angesprochen, ob der dich kennt. Meinte er, ja. Danach habe ich ihm ein bisschen die Situation erklärt. Er meinte daraufhin, Bro, warte, ich mach die Tankstelle in 10 Minuten zu, danach komme ich raus, danach können wir reden. Ich, Onur und weitere Kollegen haben auf ihn gewartet. Dieser Mitarbeiter dieser Tankstelle kam dann raus. Da habe ich halt diesem Typen alles von Anfang an bis Ende erklärt. Seine Sätze waren da. What the fuck, Digga? Du gehst an die Tankstelle in einer fremden Stadt. Ja. Du fragst, kennst du diesen YouTuber? Der sagt, ja, kenne ich. Ist ja ein bekannter YouTuber, ja, ja. Ne? Kannst nicht kleinreden. So, der kennt den und dann sagt er, warte 10 Minuten, bis ich Feierabend habe, damit du mir die Geschichte erzählen kannst. What the fuck? Oder es ist doch Nachtschicht, der wollte das. Ja? Hey, vor allem, warum sollst du jetzt 10 Minuten auf den warten? Was soll der für dich tun und warum erzählst du ihm die Geschichte von Anfang bis Ende? Vor allem einen Fremden. Wenn er euch sowieso kennt, dann kennt er die Geschichte aus dem Internet. Am Nürn. So, das macht keinen Sinn. Ja, sag ich doch. Ich zitiere. Ja, ich hasse diesen Typen. Ich warte schon lange auf diesen Tag, bis mal jemand kommt und der richtig auf die Schnauze bekommt. Der Junge ist unnormal abgehoben, richtig arrogant. Trotz allem kann ich dir leider nicht seine Adresse geben, weil sein Vater mit ihm zu Hause wohnt. Ich daraufhin habe das natürlich mit Respekt angenommen, aber dachte mir so, okay, krass. Was musst du für einen Status in deiner eigenen Stadt haben, dass Leute, die dich kennen, schon sowas erzählen? Du hast sogar daraufhin mitbekommen, dass ich in deiner Stadt war. Hast es sogar in deine Story geteilt. Meinst vom Wegen, dass ich ein kleines Kind wäre und ich nach Ramadan nochmal gerne kommen sollte? Aber guck, komischerweise 2 Stunden danach. Krass, anscheinend stimmt das sogar, ne? Ja, aber ob das mit diesem... Digga, ich verstehe gar nichts mehr, Alter. Er ist jetzt dahin gefahren. Kahn Yavi hat doch gesagt, er ist zur Tankstelle gefahren mit seinem Bruder und Berhan kam nicht. Ne? Ja. Warum packt dann Kahn Yavi in seine Story, was bist du so armselig und kommst in meine Stadt und fragst nach mir dies, das? Hä? Ja. Ich check gar nichts mehr, wirklich. So. Das ist so, die Jungs wissen selber, was genau da ist. Aber weißt die du, versuchen so, so. Die beide versuchen natürlich beide nur die guten Seiten ja, von sich ja. zu zeigen, weißt du, so. Das ist noch eine Story, wo du schreibst, dass ich jetzt direkt an die Stelle kommen soll, wo ich nach dir gefragt habe. Sprich, die Tankstelle. Was ich mich in diesem Moment frage... Wollah, diese Tankstelle beste, ja. Kann auf keinen Fall ein Google-Bild sein, so. Ich bin mit Onur und einem weiteren Kollegen, also insgesamt zu dritt, mit meinen 20 Jahren in deine Stadt gekommen, wo du Knecht 25, 26 Jahre bist und erst nach 2 bis 3 Stunden, wo du schon weißt, dass ich in deiner Stadt bin, schreibst mir öffentlich, ja, komm am gleichen Ort, wo du nach mir gefragt hast. Onur, brauchst du 2, 3 Stunden, wo du Leute organisieren kannst? Ja, okay, da stimmt. Ne? Da stimmt, da kann ich auch verstehen, was er meint, weil die erste Story ist, suchst du nach mir dies und das, bist du Pablo Escobar ja. und dann nach 2, 3 Stunden haut er noch eine Story aus, komm jetzt nochmal oder wenn du dich traust, irgendwie ja, so. Ja. In der Zeit hat er natürlich seine Brüder kontaktiert, ist ja klar. Ja, ne? Ja. So, aber keine Ahnung, war Berhan alleine, war er mit anderen? Ich hab keine Ahnung, Digga. So. Weißt du? Dann ist es ja nicht so, dass ich mit 2, 3 Wagen gekommen wäre, wo 10 bis 15 Mann aufsteigen. Weil ich weiß ganz genau, Kahn, wenn ich dich an diesem Abend gesehen hätte, ich hätte auf jeden Fall aus Emotionen gehandelt, safe. Gar keine Frage. Aber du hättest auf jeden Fall das bekommen, was du auf jeden Fall verdient hättest von mir. Aber komischerweise konntest du mir ja privat nicht antworten. Ich hätte auf jeden Fall aus Emotionen gehandelt, gar keine Frage. Aber du hättest auf jeden Fall das bekommen, was du auf jeden Fall verdient hättest von mir. Aber komischerweise konntest du mir ja privat nicht antworten, weil natürlich unser lieber Kahn alles in die Öffentlichkeit ziehen muss, weil man mit ihm privat nicht kommunizieren kann. Weil er ist ja hier und ich bin ja hier. Nicht zu vergessen, dass Papa Kerim und dein Kameramann nicht dabei waren, ne? Ich glaube, das war der ausschlagende Punkt, dass du nicht gekommen bist. Abgesehen davon, dass du insgesamt, glaube ich, 8, 9 Videos gedroppt hast mit dem Thema, was mit mir zu tun hat, wo du, wie ich schon gesagt habe, Clickbait-Titel und Clickbait-Thumbnails benutzt, damit die Leute halt denken, dass es weiterhin um mich geht, damit du halt deine Klicks machst, Abonnenten machst und am wichtigsten dein Geld machst. Will ich euch mal ein Beispiel zeigen, Leute. Vor einem Jahr habe ich öffentlich gesagt, dass ich persönlich nicht mehr möchte, dass Kahn Yavi... Digga, zum Thema Klicks, Clickbait oder Geld, ne? Keiner setzt sich irgendwo hin mit der Intention, ey, ich mach das einfach so auf Beläsch. Ja. Ne? Jeder will sein Geld irgendwie verdienen. Es ist letztendlich eine Arbeit. Okay, ja. Ne? So, aber. Moment. Er macht das ja selber. Ne? Er könnte auch die Kamera ausmachen, sagen, ey, wir treffen uns jetzt so, fertig aus. Aber nein, die klären das ja vor der Kamera und im Netz. Ja, es sind also, in die Länge gezogen. Also hat er doch denselben Gedanken, Digga. Ja, aber das meint er ja nicht. Er meint das mit den Memes, was du gerade angesprochen hast. Ach so, weißt du? Ja, aber ich mein's ja generell gesehen. Weißt ja, du? Okay. So. Auf meine Videos reagiert. Ich sag dir jetzt, dass ich dann nicht mehr will, dass du auf mich reagierst. Was macht Kahn? Er hört es, aber es juckt ihn nicht. Er scheißt drauf und verdient auf meinem Nacken mit den Videos, die ich drehe, schneide und viel Mühe hineinstecke, sein Brot. Und das möchte ich nicht. Kann jeder Mensch da draußen, was er sagen will. Es kann wirklich Gott und die Welt auf mich reagieren, aber ich möchte ganz genau nicht, dass Kahn Yavi auf meine Videos reagiert. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Können auch Leute sagen, von wegen, was bist du von Unmensch und so weiter. Möchte ich einfach nicht. Ich mag diesen Jungen einfach nicht. Ich hasse ihn einfach. Boah, tschüss, Alter.
Ja. Alter, es kam mir aus der Seele, Digga. Der Trichhass war. Okay, wir haben verstanden. Ich glaube, er mag ihn nicht, oder? Ja. So. Das, was ich jetzt sagen muss, er sagt ja, der verdient damit sein Geld und seinen Hack und seine genau. Klicks und dies und das, das, dadurch, dass er die Videos schneidet ja. und er dann reagiert. Weißt du? So, aber man muss sagen, ein Berhan TV, ohne ihn jetzt schlecht reden zu wollen, ne? So im Verhältnis zu einem Kanyavi, weißt du? So, wenn ein Kanyavi reagiert auf ein Berhan, dann hast du ja, eigentlich ja, schon weiß, die ja. Reichweite, die du da bekommst, richtig, weißt du, was richtig. Ich meine? So, also ich denke mal, das hat einem Berhan jetzt nicht unbedingt nur geschadet. Ja, ja, weißt du, ich denke mal, er hat am Anfang viel Reichweite dadurch bekommen und dann hat sich so wahrscheinlich dieses Negative mit eingeschlichen und inzwischen kommt halt viel Hate. Ja, weißt ja, du so. Definitiv. Muss nicht jeden Menschen da draußen mögen. Und warum? Weil ich sein wahres Gesicht kenne. Aber der hat euch so eine Gehirnwäsche verpasst, wo ich mir so denke, wow. Aber in diesem Video werde ich euch auf jeden Fall sein wahres Gesicht zeigen. Zurück zum Beispiel. Wir kommen zu einem guten YouTuber namens Mazdak. Mit Mazdak war ich letzte Zeit auf jeden Fall gut in Kontakt. Wir haben sehr viel geredet. Wir haben sehr viel Meinungen ausgetauscht. Er hat mir in schwierigen Situationen sehr geholfen. Er hat zum Beispiel auf die ganzen Videos reagiert. Der Unterschied, was Mazdak gemacht hat, er hat neutral reagiert. Heißt, er war nicht komplett auf meiner Seite, aber auch nicht komplett auf Khan seiner Seite. Was macht der liebe Khan daraufhin? Sieht sowas, ihm passt es natürlich nicht. Warum? Weil natürlich Mazdak nicht auf seiner Seite war. Und schreibt dem Mazdak folgende E-Mail. Hallo, hier ist das Team von Yavi TV. Wir haben mitbekommen, dass sie auf Yavi TV erneut reagieren möchten. Hiermit wird ihnen verboten, auf wirkliche Art und Weise auf Videos und den allgemeinen Content von Yavi TV sowie Yavi Reaction zu reagieren. Beziehungsweise. Okay, warte. Instagram at kanyavi.de. Hallo, hier ist das Tag. Okay. An mich. Ich weiß nicht, ich war, Digga, das ist letztens auch passiert mit diesem FaceTime. Digga, ich warte auf die Antwort von Khan, ne? Ob der das widerlegen kann. Mhm. Ich bin gespannt, Digga. Mehr sag ich nicht. Ist es auf YouTube zu veröffentlichen. Mit freundlicher Grüße, Team Yavi. Ulan, schämst du dich nicht? Dieser Mann könnte im Alter von deinem Vater sein. Wo du am Anfang von deinem Reaction-Kanal noch warst, hast du ihm sogar um Hilfe gebeten. Free Mustang, Alter. Ich schwöre der Arme, Digga. Dass er dir das alles erklären soll, mit den ganzen Reactions, wie das geht und so weiter. Er war Mensch, hat es sogar getan. Und du daraufhin, nach einer Zeit später, wo du dich natürlich krass fühlst, denkst du einfach, weil er seine neutrale Meinung abgibt, dass du ihm oder beziehungsweise dein Team, was glaube ich gar nicht existiert, so einen Scheiß schreibst. Du willst mir sagen, du darfst auf mich reagieren, wo ich öffentlich gesagt habe, dass ich nicht will, vor einem Jahr, dass du weiterhin auf mich reagierst, aber willst anderen Leuten, die dir sogar geholfen haben beim Aufbau deines Kanals, verbieten, auf dich zu reagieren, weil sie neutral sind? Daran sollten schon Leute sehen, was du für ein Gesicht hast. Ein anderes Thema. Thema Tankstelle. Komischerweise, wo ich wirklich versucht habe... Digga, dieses Tankstellenbild, ne? Wallah, ich feier diese Tankstelle, ja. Boah, Digga, ich wär von der Träume heute. Um einfach dich zu kontaktieren. Auf vor allem, er blendet sich immer nur so ganz kurz ein. Warte, Art und Weise, kam keine Antwort von dir. Eines Tages ruft mich der liebe Khan an. Und zwar, das war dieses Telefonat, wo der das veröffentlicht hat in diesem Video. Ich denke mir, was ist mit dem Jungen falsch, dass er mich auf einmal anruft, wo ich nach ihm gesucht habe, nach ihm gefragt habe, wo andere Leute nach ihm gefragt haben. Ja, nee, ich dachte mir, irgendwas ist da schief. Auf einmal, halbe Stunde vor diesem Telefonat, kriege ich folgende Nachricht. Bitteschön. Ich dachte mir, okay. Moment, ich will das... Wer soll das so schnell lesen, Bruder? So. Yo, Badham, was geht ab? Ich bekomme aktuell einiges mit zwischen dir und Khan. Frag mich nicht, woher, ich weiß es. Okay. Ich will anonym bleiben, aber er wird dich gleich anrufen vor laufender Kamera. Er will ein Video drehen, wo ihr euch trifft. Er ist aber nicht alleine. Kerem, ein Kollege von Kerem, Abdel und noch ein weiterer Typ ist dabei. PS, feier dich mies. Team Berhan. Moment. Digga, das ist komisch. So, woher soll einer aus Berhans Community wissen, dass er gleich ihn anruft und mit wem er ist? Ja, vor allem auch, ich will anonym bleiben und frag mich nicht, woher und dies und das, weißt du, so. Jemand, der einen Berhan warnen will, der sagt nicht, ich will anonym bleiben und frag mich nicht, woher, weißt so. Du, dies und das. Na, vielleicht wenn das jemand, nein, wenn das jemand aus der Community von Berhan ist, ein Zuschauer, der den wirklich warnen will, dann schreibt er, ey Bro, ich habe hier gerade den und den gesehen. Ne? Kann sein, dass es was mit dir zu tun hat. Ja, klar, aus der sagt ja. nicht, ich will anonym bleiben, frag mich nicht, woher und dies und das. Weil eine Community ist eine Army, so, ja. Bitteschön. Ich dachte mir, okay, was passiert wirklich? Ich kriege einen Anruf vom lieben Khan. Zu diesem Satz, kommst du alleine. Wollt ihr mir wirklich sagen, dass wenn ich schon einen Tag davor in seiner eigenen Stadt war, er nicht rausgekommen ist, weil natürlich kein Papa Kelim da war und sein Kameramann nicht da war, dass er dort alleine steht? Ich habe ihn extra gefragt, wie ein Mann kommst du alleine, damit ich auch ganz normal alleine gekommen wäre. Ohne Kamera, ohne ein Papa Kelim von dir, der sowieso nur bei dir steht, damit er dich ausnutzt. Ihr nutzt euch beide gegenseitig aus. Dein Papa Kelim nutzt dich aus, weil du ihn immer pusht und du nutzt dein Papa Kelim aus, weil du dann angeblich Rücken hast. Oh, Wallah, ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder weinen soll. Aber so Gott wollte, stimmte alles wie in dieser Nachricht. Du nimmst alles natürlich auf, kommst mit 5 Mann dahin, wo 2 angebliche MMA-Kämpfer wären, wo du nicht mal diesen einen Namen von dem anderen Typen wusstest. Also ich denke jetzt einfach nur, so no front, it's an Berhan oder so, ne? Aber ich glaube,
Khan hat den wirklich im Internet, also Berhan will den ja wirklich, glaube ich, persönlich mal sehr, sehr gerne sehen, mhm, ne? Und den am liebsten, so, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Aber ich glaube, Khan handelt das einfach nur sehr, sehr schlau, mhm, ne? Und zieht daraus seinen Hack, mhm, und sitzt auf seinen Stuhl und genießt es einfach so. Ja. Ne? Moment. Und ich glaube, das passt einem Berhan nicht, weil er hat so eine innere Wut und er kann nichts dagegen machen, weil Khan gerade diese Reichweite hat und er nicht. Ganz genau. Ne? Weil bei einem Khan kommt es an und bei einem Berhan nicht. Und deswegen weiß er nicht, wie der handeln soll und bringt manchmal so falsche Screenshots rüber. Ja, so, das ist halt diese Erfahrung. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist natürlich, ich finde es natürlich auch nicht richtig, wenn ein Internet-Beef, man kann sich ja im Internet beefen, ist ja auch Entertainment für die Leute, ja, ja, weißt du, so, ist ja auch irgendwo unterhaltsam für die Leute so. Dann finde ich es immer ein bisschen traurig, wenn es in die Öffentlichkeit geht. Weißt du, wenn es ins Private geht, so, wenn man ja, sich ja, dann trifft, so, ja, ich bin jetzt selber durcheinander gekommen, so. Aber wenn man dann wirklich sagt, es geht nicht anders, seit 3-4 Jahren, wir hassen uns und ja, es ja, zieht sich, ich will es beenden, Digga, aber das muss dann natürlich auch von beiden Seiten kommen. Weißt du, was ich meine? So, aber wie du gesagt hast, Khan Yavi, der zieht das natürlich in die Länge, weil er damit seine Klicks macht, weil er damit sein Geld verdient. Es ist ein Thema, womit er Content schaffen kann. Ja, klar, normal. Weißt du, so. Nimm mal mit. Aber ein Berhan TV natürlich nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Und, willst du auch sagen oder ich weiß nicht? Ja, nee, warum soll ich da hinkommen, um mit dir was zu klären, wo du nicht mal traust, alleine rauszukommen, mit einer laufenden Kamera, Ulle? Ist das für dich klären? Khan, es besteht nicht alles aus Klicks und Geld und Fame und Öffentlichkeit. Wenn du es wirklich geklärt hätten wolltest, hättest du mich angeschrieben, ohne Kamera, ohne dein Papa Kerim, und wir hätten uns getroffen. Aber daran sieht man schon, was für ein Mann du bist. Da, wo ich richtig lachen muss. Digga, du redest mit... Aber es wäre ja genau andersrum. Berhan wollte es ja mit Khan klären. Und mhm, Berhan ist ja in seine Stadt gekommen. Deswegen ist Khan zu der Location gegangen, wo er ja stand. Weißt du? Ich sag dir ehrlich, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen inzwischen. Wirklich, es ist so chaotisch. Nein, echt. Es ist darauf zurückzuführen, was ich, glaube ich, gedacht habe. Berhan versucht gerade Sachen zu widerlegen, mhm, die nicht richtig Sinn ergeben. Mhm. Ne? Er handelt aus Emotionen sehr, sehr schnell und ja, deckt sich selber damit auf, dass es vielleicht falsch sein könnte, was er sagt. Das mhm, ist... bisschen schade so. Also so kommt es bei mir an, Digga. Ja, der überlegt nicht zweimal, bevor ja, der was macht, so, ne? Ich kann das von wegen... Ich esse jetzt seit mehreren Jahren schon sehr, sehr lange nur noch Halal. Ich esse nur noch Halal. Und post von wegen Ramadan Diaries, Hashtag 1, Hashtag 2. Zeigst den Leuten ja natürlich, wie gläubig du bist. Aber das sind einfach alles so kleine Beispiele, Khan. Wenn du schon sowas abziehst, will ich gar nicht wissen, was noch alles hinter dir steckt. Beziehungsweise, ich weiß ja schon alles. Aber deine Community halt nicht. Ich mach dir ein Angebot, okay? Wenn du so ein Mann bist, wie du dich im Internet präsentierst und solche Töne von dir spuckst, mach ich dir hiermit ein offizielles Angebot. Komm nach Ramadan, du gegen mich auf sportliche Art und Weise im Ring, mit welchen Regeln du willst, auf welche Kampfsportart wie du willst, und wir machen das. Ein ganz normales 1 gegen 1. Wenn du willst, können wir auch eine Kamera mitnehmen. Wenn du willst, können wir auch das Video veröffentlichen. Wenn du willst, können wir das auch nur auf deinem Kanal veröffentlichen. Wallah, nimm die ganzen Einnahmen auf, koranischen Scheißdreck. Ich will nur von dir das, wenn du sollst. Nimm, Wallah, nur diesen Kampf. Aber okay, finde ich ein gutes Angebot. Aber ja, es gibt eine witzige Sache, der hat das Angebot schon mal gemacht. Weißt du, was Khan gesagt hat? Ich weiß. Nein. Ja. Ja, ja, aber guck mal, Khan sagt nein, ne, aber kommt dann zu dem Treffpunkt. Was denkt er denn, was bei dem Treffen passiert? Dass sie sich da Küsschen geben und der wieder, ja, wieder geht? Weißt du? Da wäre doch dasselbe passiert. Ja, keine Ahnung, Digga. Ja. Ich weiß selber, so. Es ist voll chaotisch. Ja. Wenn du Töne spuckst, dass du auch dein Mann dazu alleine stehen kannst, okay? Weil wir wissen beide ganz genau, Khan, du bist eine laufende Ohrfeige, bist du. Mit deinen 1,70 Meter, Lan Olum, ich bin 2 Köpfe größer als du. Du bist in meinen Augen einfach eine laufende Ohrfeige mit Komplexe. Aber wie gesagt, wenn du wirklich ein Mann bist, nimmst du dieses Angebot an und dann zeigst du wirklich YouTube Deutschland, dass du die Eier in der Hose hast für deine Sätze, die du dort in deinem Büro abgibst. Zu diesen ganzen angeblichen Hintermänner, die ich zu dir geschickt hätte, die ich angeblich bezahlt hätte. Khan, so wie du deine Kontakte hast und auch dein Papa Kerim hinter dir hast. Ich finde das immer lustig, wenn man sagt, man entertaint YouTube Deutschland. Mhm. Bruder, ich denke mir, in Amerika, du machst einen Film, ganz Amerika brennt, Bruder. Mhm. Ne? Diese Leute, die Beef haben, die beefen sich auf der Straße, aber du weißt genau, wie die sich beefen. Mhm. Und hier sitzt man vor der Kamera und zieht es so in die Länge, Digga. So, weißt du, so dieser Unterschied, ich finde das immer witzig, Digga. Ja, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, in YouTube Amerika sind die Leute gar nicht so abgefuckt wie hier. Na. So, die fucken sich nicht ab vor der Kamera, so. Weißt du, was ich meine? Die arbeiten mehr zusammen, die gönnen sich. Ich glaube schon, ich meine? Auch so. Die Community, Digga. Ja, wirklich. So. Ich auch eine sehr, sehr große Familie, was viele Leute vielleicht nicht wussten, die auch hinter mir stehen und natürlich auch solche Sachen mitbekommen. Ich habe keinen kontaktiert von wegen, dass sie dich jagen sollen, dass sie dich suchen sollen, dass sie dich irgendwie sollen, was natürlich auch voll geblufft ist von dir. Es wurde nach dir gefragt, ja. Es wurde nach dir gesucht, auch ja. Aber es wurde nach dir gefragt und gesucht, damit wir beide das persönlich privat klären können. Nicht damit du
wirst du das Spiel bekommst. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich dich innerhalb 2 Tagen vor mir gehabt. Aber das war es mir nicht wert, weil du dich natürlich nicht auf ein Privatgespräch eingelassen hast mit mir und natürlich jeden Scheiß... Bruder, mir wird übel schwindelig, dieses Dück, 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 ja, diese Katze die ganze Zeit, ne, Bro. In die Öffentlichkeit gezogen hast, damit du deine Abonnenten, Klicks und Fame bekommst, nicht zu vergessen dein Geld, damit YouTube Deutschland denkt, dass du ein King bist, dass du der Mann bist. Aber wie gesagt, wenn du ein Mann bist, nimmst du mein Angebot an. Wenn nicht, dann weiß ganz YouTube Deutschland, was für ein laufender Meter du bist und nur große Töne hinter deinem Computer da spucken kannst. Wenn du dich wirklich nicht traust, gegen einen 20-Jährigen, auch wenn ich 1,95 oder 96 bin, zu kämpfen, dann brauche ich wirklich gar nichts mehr zu dir zu sagen. Mal noch eine andere Sache, Karl. Was ich bei dir nicht verstehe, also ich meine, ich weiß, dass man Beef mit... Also, jetzt mal ohne so irgendjemanden angreifen zu wollen, ne? Aber nach diesem Video würde ich sagen, entweder Khan geht hin und die treffen sich irgendwo im Ring, ja, auf Fair mit Chiri, dies und so. Er hat ja gesagt, alles nach den Regeln, die du willst, ja, ne? Von ihm aus auch mit Video auf Khans Kanal, ne? Wenn Khan jetzt sagt, nein, mache ich nicht, ne? Dann würde ich es auch gut finden von Khan, wenn er im Umkehrschluss sagt, ich will auch nie wieder den Namen von Berhan auf YouTube in den Mund nehmen. So dass er nicht mehr, ne, diese Klicks halt generieren, ja, kann, ja, durch Berhan. Weißt du, was ich meine? So. Also so wie du das sagst, ist das schon richtig, Digga. Weißt du, so. Privat klären kann, gar keine Frage. Für die meisten, die es vielleicht nicht wissen, der liebe Khan war mal damals in Köln am Escher See, hat dann von einer bestimmten Person, M... einen Streit gehabt. Diese Person hat Khan daraufhin 2 Bomben gegeben. Bam, bam. Der liebe Khan geht daraufhin zu Boden, wehrt sich nicht, hat seine Sachen gepackt und ist wie ein kleines Mädchen nach Hause gegangen. Du wolltest diesen Typen anzeigen. Aber wir beide wissen, was ganz genau passiert wäre, hättest du den angezeigt. Du hast dich von Familien packen lassen, obwohl dieser Typ dich geschlagen hat, dich und deine Familie beleidigt hat. Hast du trotzdem noch alles privat geklärt? Ihr könnt euch ja wohl vorstellen, wieso, weshalb, warum. Ja, Bro, aber dass man jetzt sowas aufdeckt, muss auch nicht sein. Ne? Ja. Ich meine, jeder Typ, jedes Mädchen, jeder Junge, egal wer sich auf YouTube zeigt, jeder hat seine Schattenseite. Guck, ne, mal, jeder. Und dass man das dann widerlegt in der Öffentlichkeit. Guck mal, weißt du, was einfach das Problem ist? Khan hat eine viel, viel, viel größere Community und eine viel größere Reichweite, ja, weißt du? So, PA Sports hat es einmal in seinem Song gesagt, wenn du den größeren Namen hast, dann gewinnst du Kriege. Weißt du, ja, was ich, okay, meine? Und Berhan ist im Vergleich zu einem Khan wirklich schon klein auf YouTube. Ja. Weißt du? So, und ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass er seine Likes, Dislikes ausgemacht hat, seine Kommentare, weil er nicht so eine eigene große Community hat, die jetzt so die Kommentare im Positiven füllen, sondern die Kommentare würden einfach überflutet werden. Mit Khans Community, und dadurch würden nur Negative da stehen. Ja, das stimmt. Weißt du, so. Dann gab es ein Gespräch und dieses Video kommt dabei raus. Aber das ist sehr, sehr traurig. Ne? Eigentlich schon. So. Ja, ja, normal. So, guck mal, mit wem ich hier bin. Mit unserem Bruder Khan. Was ein Tier, Alter. Ja, wie? Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Mit unseren Brüdern den Rest. Tschüss. Ne? Und das ist mein kleiner Bruder hier, damit ihr Bescheid wisst, okay? Mit unserem Bruder Khan. Also ich meine, wenn du mit so einer Person auch noch alles privat klären kannst und man sich am Ende des Tages die Hände schüttelt, frage ich mich, wieso bist du nicht dafür bei mir bereit? Ich meine, man hat ja gesehen, du hast keinen Kameramann dabei. Dein Papa Kerim war auch nicht dabei. Ich meine, ja, es wurde ein Handy ausgepackt und es wurde ja auch ein Video gemacht. Aber das Video hat nochmal andere Gründe, die ich jetzt hier nicht preisgeben will. Wir haben wirklich einige Leute von dir kontaktiert. Wir haben deine Cousins kontaktiert. Es wurde mit deinem Papa Kerim telefoniert. Es wurde sogar mit deinem Vater telefoniert. Ich sag euch so, und die auch nochmal kam, als mit deinem Vater telefoniert wurde, hatte er wirklich große Angst um dich. Er hat uns aber auch angefleht, dass man dir nichts antun soll und auch fast angefangen zu weinen. In diesem Moment hatte ich wirklich Herzschmerz und dein Vater hat mir wirklich sehr, sehr leid getan. Er hat aber auch zugegeben, dass er wirklich nicht mehr dich unter Kontrolle hat und du auch wirklich nur noch auf deinen YouTube-Scheiß da achtest. In diesem Moment habe ich wirklich gemerkt, wie dreckig du bist, dass du YouTube vor deinen Vater ziehst. Soll meine Mutter mir einmal sagen, mein Sohn, ich schäme mich dafür, was du gerade im Internet machst. Ich bin dreckig, wenn ich meinen Kanal nicht heute auf morgen lösche. Sowas nennt man Ehre. Stimmt nicht. Was? Stimmt safe nicht. Was? Digga, wenn die Mutter von Berhan wissen würde und sagen würde, ich bin nicht stolz auf dich mit dem, was du machst. Ja. Ne? Digga, in den letzten Wochen ist so, ja, viel... Aber sie weiß es ja nicht. Moment, aber es ist so unnormal viel passiert und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, egal wer was sagt, keine Mutter der Welt würde sowas tolerieren. Ja, das, egal, ich, ob es gut ist oder schlecht ist. Jede Mutter würde sagen, ey, es ist aber. Es ist nicht gut, weil. Ja. So, und dann noch dieser richtige Hintergrund dahinter, ne, mit diesem Alter, bla bla bla, mit der ganzen Wahrheit. Digga, die Mutter würde safe sagen, Digga, du kannst mir nicht, ja, sagen, dass, ja, das stimmt. Schon, ja. So.
Aber das hat ja bei dir nichts zu suchen. Was die Gerüchte über meine Freundin betreffen, könnt ihr gerne ein anderes Video angucken. Erster Link in der Bio. Dort habe ich ein Video mit der zusammen gemacht, wo wir auf die ganzen Gerüchte eingegangen sind, von wegen, dass der fremdgegangen wäre. Ich will in diesem Video gar nicht drauf eingehen. Wenn ihr das sehen wollt, erster Link in der Bio. Dort kriegt ihr auch wirklich nochmal alle Antworten und die ganze Wahrheit. So langsam kommen wir zum Ende, Leute. Und wie sagt man, das Beste kommt zum Schluss. Karl, du hast wirklich mit einer Sache komplett riesengroß und total scheiße ins eigene Bein geschossen, mein Lieber. Folgende Sache. Du hast in meinem Untergang erwähnt, dass ich meine angebliche Ex angezeigt hätte. Erstens war das nicht meine richtige Ex. Es war ein Mädchen, mit der ich was hatte. Ja, aber wir waren nicht zusammen. Zweite Sache. Ja, ich habe sie angezeigt. Aber lieber Karl, nach diesem Video würde ich auf jeden Fall empfehlen, direkt zur Polizei zu gehen und sie auch anzuzeigen. Weil unser lieber Karl was mit meiner Ex am Laufen hatte. Schock, Schock, Schock. Schock, Schock, Schock. Karl, ja. Die Ex-Freundin von Berhan TV. Also, lieber Khan, als ich diese Sachen zugeschickt bekommen habe, ich schwöre, ich bin gestorben vor Lachen. Wallah, du musst es da mein Gesicht sehen. Aber ich will euch natürlich die ganze Sache erklären. Der liebe Khan hat natürlich dieses Mädchen kontaktiert oder auch vielleicht das Mädchen den Khan. Auf jeden Fall hat der liebe Khan ja ein Audio von der zugeschickt bekommen, wofür man ja höchstens seine WhatsApp-Nummer braucht, oder nicht? Aber was macht der liebe Khan natürlich? Trifft sich mit dem Mädchen, mit meiner angeblichen Ex, die ich angezeigt habe und mit der ich in Paris war, schön gemütlich in der Shisha-Bar, um natürlich diese eine Audio zu bekommen. Lieber Khan, ich habe damals dieses Mädchen angezeigt, weil sie von mir private Dinge, Nachrichten, Audios, Bilder, Videos veröffentlicht hat und in die Öffentlichkeit gezogen hat. Und rate mal, was sie mit dir gemacht hat. Genau das gleiche. Hören wir uns mal Audio Nummer 1 an. Aber Bruder, so geht man nicht mit Frauen um. Sowas lernt man doch von den Eltern aus. Artschaft und Respekt, dass man eine Frau gut behandeln sollte. Ja, nee, was machst du da? Aber lieber Khan, ich wünschte einfach, ich hätte ein Video, wo du irgendwo mit ihr in der Shisha-Bar sitzt, damit ich handfeste Beweise habe, weil es sind ja nur Audios und Chats. Ja, Bruder? Was? Es gibt ein Video von den beiden? In Shisha-Bar, Bruder! Wallah, schick mir mal was direkt zu, Brudi, ja? Ich küsse doch dein Herz, dankeschön! Ja. Vibe! Digga, es könnte doch jeder sein. Erstens. Zweitens hat der auch ein Privatsleben. Drittens, er ist 25, 26, Digga. Ja. Ja, das war jetzt lächerlich. Playboy und so, neben den Mädchen so auf Business Shisha Bar. Wallah, du weißt Bescheid. Nicht zu vergessen, dass du mich nach diesem Telefonat an der Tankstelle ja angerufen hast. Aber komischerweise, nachdem ich dich immer angerufen habe, kam immer deine Mailbox. Auf WhatsApp habe ich dich auch nicht erreicht, weil du mich zufälligerweise blockiert hast. Aber ich will es euch nochmal in live zeigen. So Leute, den Kontakt rufen wir mal an. Ja, kann auch jeder sein. Hallo? Ach so, alles klar. Spaß, man, warte mal, Mailbox. Ah, der hat das Kranzstimme. Mailbox. Rufen wir nochmal an. Hallo? Wer ist da? Ja, er hat die Nummer blockiert. Mailbox. Da fragt. Was? Er hat die Nummer blockiert. Ja, vielleicht hat er keinen Bock mehr. Ja. So. Frage ich mich, warum du dich im Internet so präsentierst und das sozusagen ein kleines Beispiel ist, dass du den Leuten das zeigst, aber die Leute nicht im Hintergrund sehen, was du machst. Wie mich zum Beispiel auf WhatsApp blockieren, meine Nummer blockieren, so dass ich gar nicht mehr anrufen kann. Hier seht ihr den Chat, nur ein Haken, kein Profilbild. Ich schreibe mal direkt nochmal. Ey, so, ein Haken, Nachricht geht nicht durch. Alter, du bist so lächerlich, Junge, ne? Wie ihr gerade hier im Chat sehen könnt, die ersten zwei Nachrichten sind angekommen und die dritte komischerweise nicht. Heißt, er hat die Nachrichten gesehen und mich daraufhin sogar blockiert. Bevor du auf den Gedanken kommen sollst... Ich muss ehrlich sagen, es ist schlau, aber dreckig, was Karl macht, ne? So, Berhan macht Fehler, er nutzt das aus... Macht seine Klicks, macht sein Geschäft, sag ich mal, aber außerdem blockiert er den so quasi, er macht den immer fertig. Aber Khan weiß genau, dass Berhan die Fehler nur macht, weil er nicht so diese jahrelange Erfahrung auf YouTube hat. Genau. So, das merkst du auch anhand des Statements, es sind sehr viele Cuts drin, es hat nicht so richtig Hand und Fuß, weißt du, was ich meine? Keine Struktur auch. Es switcht von Thema zu Thema, du kommst voll durcheinander so. Weißt du, so. Irgendwie das Mädchen zu dir zu holen, mit ihr zusammen ein Video zu machen und dass ihr beide sagt, das stimmt nicht, von wegen das gelogen, rufe ich jetzt sogar die liebe Diala mal an, um zu bestätigen, dass es ihre Nummer ist. Weggedrückt. Rufe mal nochmal an. Alle, ihr beide seid schon süß zusammen, ja? Der eine blockiert mich, die andere drückt mich weg. Guck mal hier, wer gerade geschrieben hat. Die liebe Diala. Hör auf, mich anzurufen. Was willst du? Wallah, ich glaube, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Kurze Zwischenaufnahme, die Diala hat angerufen. Ich würde mal sagen, wir gehen dran. Yo. Ja, was geht? Also, ja, ich wollte nur gucken, ob doch deine Nummer so richtig ist, ja? Oh mein Gott, okay, tschüss.
Das war einfach nur kurz der Beweis, dass das die Nummer aus den Chats wirklich auch die Nummer von Diala ist. Ja, okay, komm, jetzt haben wir genug gelacht, wallah. Aber jetzt kommen wir wirklich zu einem richtig ernsten Thema. So, lieber Khan, wenn du dir schon vorstellen kannst, dass ich diese Audios, dieses Video zugeschickt bekommen habe, habe ich natürlich auch weiteren Sachen zugeschickt. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die wirklich total ekelhaft ist, wo ich auch den kompletten Respekt vor dir verliere. Weil das, was du... Jetzt mal no front, ne, aber das Video hätte man safe... Wie viele Minuten sind das? 32, Digga. Das hättest du safe in 15 bis 20 Minuten fertig haben. Auf jeden Fall. Wirklich. Es ist voll in die Länge gezogen. Und der Bruder hat schon sein Leben rausgecuttet, ja? Wirklich. Ja. Ne? Diesem Mädchen angetan hast, hätte ich nicht mal einem Mädchen angetan in meiner schlimmsten Zeit, die ich in meinem Leben hatte. Du, dieses Mädchen, meine angebliche Ex, liest euch einfach mal diese Screenshots durch, die ich jetzt nacheinander einblenden werde, wo Diala selber geschrieben hat, da Geschlechtsverkehr hattet, dass sie aber leider nicht verhütet habt, weil du eigentlich meintest, dass du eigentlich ohne Verhütung sowas nicht machen würdest, aber sie natürlich sauber wäre, habt ihr es ohne Verhütung getrieben. Daraufhin hast du, ekelhafter, sie einfach mit Krankheiten angesteckt. Daraufhin hat sie Herpes bekommen, ihre ganze Gebärmutter hat sich entzündet, sie hatte noch nie im Leben solche Schmerzen. Das arme Mädchen... Blolle. Gottlos, ja. Wallahib. Ja, aber da muss man auch sagen, ist man auch selber schuld irgendwo, ne? Man muss verhüten. Es gibt das, Verhütungsmittel nicht umsonst, Digga. Müssen wir jetzt darüber sprechen? Ja, ich sag doch nur, Digga. Konnt nicht mal eine Hose anziehen. Und du redest mir von Sauberkeit. Sie macht natürlich danach direkt ein TikTok-Video. Kannte man ja schon von mir. Ich will gar nicht viel reden, ich zeig's euch einfach, okay? Ich betreibe meine So, das erstmal sitzen lassen. Also ja, und man postet jetzt erstmal voll stolz, dass man mit einem geschlafen hat und dadurch jetzt Krankheiten. Anstatt dass man einen Arzt besucht, macht man einen TikTok, Digga. Das muss man ernst nehmen. Ja, aber warum postet man das? Weil die Leute fühlen sich zu wohl auf TikTok, ja. Ja. Karl, an deiner Stelle würde ich auf jeden Fall direkt zum Arzt laufen. Ich weiß nicht, ob du Syphilis hast an deiner kleinen Spaghetti da unten. Nur einmal reicht doch. Aber Bro, glaub mir, sowas ist wirklich nicht gesund. Und bitte, 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 für die Zukunft, immer bitte verhüten kann. Weil du siehst ja, was daraus passieren kann. Weil anscheinend ist dein kleines Tic-Tac da unten nicht so gesund und mit Bakterien voll. Aber Leute, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Lieber Khan, aka YouTubes Vater, oder wie du auch selber gesagt hast, YouTubes Mentor. Ich habe noch eine Sache in der Hand gegen dich. Diese Sache würde ich wirklich gerne auspacken, weil ich weiß auf jeden Fall, dass du mich erstens deswegen anzeigen wirst, wenn du mich schon nicht nach diesem Video anzeigen wirst, und du es die nächste Zeit sehr, sehr, sehr schwer haben wirst. Also hör mir jetzt ganz genau zu. Auf dieser Speicherkarte, mein lieber Khan, guck dir die genau an. Auf dieser Speicherkarte habe ich das Video, wo du meine angebliche Ex am bist. Ich weiß wirklich, wenn ich dieses Video veröffentlichen würde, es wäre total unterste Schublade. Weil man sieht in diesem Video dein Gesicht, ihr Gesicht und deine kleine Spaghetti, die Syphilis hat. Mein Gott, bei Allah, so wahr ich hier sitze, wenn du noch einmal ein falsches Wort über meine Freundin verlieren solltest und Gerüchte von ihr in die Welt setzen solltest, bin ich ein Hundsohn, wenn ich dein dreckiges Video nicht auf X-Hamster hochladen sollte und versuchen werde, dass ganz Deutschland dieses Video sieht. Ich will dir nicht damit drohen oder so, ich sag dir einfach nur, was passieren wird, wenn du so weitermachen solltest. Genau wie du Maslak eine E-Mail geschrieben hast, schreibe ich dir 1:1 die gleiche E-Mail. Danach sehen wir auf jeden Fall weiterhin, ob du auf mich reagieren solltest. Und Gnade dir Gott, Khan, dass du noch einmal so über meine Freundin redest, vor 100.000 Menschen, oder ich noch einmal sehe, dass du die irgendwie im Internet mobben solltest, mit von wegen Orange dies, das. Ich schwöre dir bei Gott, so wahr ich hier sitze, wir beide werden persönlich ein sehr, sehr großes Problem haben, Khan. Da scheiße ich auch auf YouTube, wenn ich will. Guck mal, jetzt schweift er wieder vom Thema. Ja, als ob die nicht bisher auch schon ein Problem hatten. Ne, so, und das hatte der schon dreimal davor erwähnt. Weißt du? So, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird es nicht tun, ne, weil er hatte bis jetzt schon sehr, sehr starke Konsequenzen zu tragen, ja. Ne, und er wurde nicht ohne Grund gestrikt. Vor allem meinst du jetzt, sagt, nachdem der die Speicherkarte gesehen hat, der Khan, ja. Meinst du jetzt, sagt er, ja komm, lass boxen, auf dein Boxangebot lasse ich mich noch ein, was ja, du vor 15 Minuten angeboten hast? Ich glaube, Khan wird den jetzt nochmal halt, weißt du, bloßstellen. Ich von heute auf morgen aufhören damit, aber glaube mir, du wirst diesen Tag sehr, sehr, sehr groß bereuen danach. Weil egal wo und wann ich dich in diesem Moment sehen soll. Weißt du, was die Sache ist? Bedan ist gerade am Boden anscheinend, ne? So wie ich das ja, gerade mitbekommen ja. habe. Und er sieht keine andere Wahl mehr. Er hat ja anscheinend was in der Hand. Weißt du, was ja. ich meine? Auf dieser Speicherkarte scheint was zu sein. Sonst würde er es nicht erwähnen. Weißt du, was ich meine? So. Wenn da nur Luft drauf ist, würde er es nicht sagen. So, scheinbar hat er wirklich was. Und das ist schon wirklich sehr, sehr ehrenlos, wenn er das veröffentlichen würde. Das macht man nicht. Das wäre unterste Schublade. Hat er auch selber gesagt. Er weiß das selber. Ja. Ne?
Aber so wie ich verstanden habe, würde er das nur machen, ne, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt. Und aktuell gibt es keinen anderen Weg mehr für ihn. Weißt du, was ich meine? Er hat einfach nicht diese große Reichweite und Community. Oder nicht so, ne? So. Und glaub mir, du wohnst eine halbe Stunde von mir. Du kannst dich nicht dein Leben lang verstecken, wie du es schon in letzter Zeit gemacht hast. Wenn ich dich dann sehen wollte, Walla, da gibt es keinen Zurückmecker. Weil das, was du machst, hat nichts mit Kritik zu tun. Hat nichts mit Meinung zu tun. Das ist pures Mobbing. Und das Traurigste finde ich noch, dass die Mehrheit der Menschen sowas noch unterstützt und dich dafür feiert. Dass du andere Leute im Internet mobbst, sie auslachst, sie fertig machst, sie beleidigst und somit nicht zu dich YouTubes Vater. Das war's von meiner Seite aus. Inshallah hat euch dieses Statement einig. Ja gut, damit hat er jetzt komplett den Spieß umgedreht, ne? Also eigentlich hat er ja die Plattform gegeben, auf der sich Leute lächerlich gemacht haben. Ja. Ne? So. Und er schiebt das jetzt gerade so ein bisschen auf Khan, weißt du? So, er hat ja nichts anderes gemacht. Weißt du, so. Ich sag dir ehrlich, Berhan ist noch sehr, sehr unreif. Unerfahren auch. Auch ne? Unerfahren. Man merkt es leider raus. Ne? Ja. Ist jetzt auch kein Hate, kein Front, kein nichts. Ja. Man merkt es einfach nur sehr, sehr hart raus. Geöffnet. Und hoffentlich, so Gott will, kommt eines Tages ein YouTuber-Khan, der dich wirklich von vorne bis hinten fertig macht. Mit einer viel größeren Reichweite als du. Und ich weiß, dieser Tag X wird noch kommen. Ja. Damit du einfach mal siehst, wie sich sowas anfühlt. Das war's mit meinem Statement. Die Kommentare und Likes werden von Anfang an deaktiviert. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 13 Uhr. Haut rein, euer Berhan TV. Ja gut, ich verstehe Berhan, Wallah, ich verstehe dich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, es tut ihm leid, er hat einen Fehler begangen, ist ihm klar, er versucht jetzt gerade so ein bisschen da rauszukommen, aber das Ding ist, es gibt halt auf YouTube auf der Plattform einen, der ihn die ganze Zeit so ein bisschen terrorisiert und er kann sich aber nicht davon lösen, weißt du was ich meine, das ist jetzt gerade sein Problem und er hat halt auch nicht die Reichweite, um sich richtig wehren zu können, weißt du, dementsprechend muss er hier leider Dislikes und so ausschalten. Verstehe ich schon irgendwo. Schwierig, ne? Schwierige Situation. Freunde, ihr könnt ja reinschreiben, was ihr von der Situation haltet, ob Khan oder Berhan. Digga, ich weiß selber, es ist zu chaotisch, Digga. So. Keine Ahnung. Und wenn ihr Bock habt, dann können wir auf jeden Fall, falls eine Reaction von Khan kommen sollte, auch drauf reagieren. Und ich sag euch ehrlich, wir haben heute schon 3 Videos gedreht auf Kanal BZ, könnt ihr gerne abchecken. Und wir haben jetzt 0.46 Uhr, das Video kam ganz spontan und das Video, Digga, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geht, 50 Minuten oder so. Ne? Blockbuster. Und ich hab ehrlich gesagt auch gar keine Laune mehr, ne? Ich will jetzt einfach nur Sound essen und dann schlafen gehen. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein. Ciao, ciao.